Luca ist nicht so gut wie LeBron. Luca ist nicht so gut wie LeBron damals. Deswegen sollte er auch nicht die gleichen Star-Allüren stellen dürfen. Und wenn du jetzt Luca sagen würdest, ey, du hast die Möglichkeit, mit einem Giannis zusammenspielen oder mit einem Jokic, dann wird er doch nicht sagen, nein, ich möchte aber mein eigenes Team haben, wo ich von vorne anfange. Du kennst absolut keine NBA-Superstars. Wow. Willst du mich verarschen? Ein junger Doncic sagt jetzt, ja, weißt du was, ich würde gern zu einem MVP-Kandidat wechseln, wo ich die zweite Option bin. Im fucking Leben nicht. Ich mache nicht mal einen Walkout dafür, was mir nicht wert ist. Aber willst du mich verarschen? Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shots Fired. Donnerstag 16 Uhr und das bedeutet zwei NBA-Debatten mit vorgegebenen Rollenverteilungen. Eine hier und eine auf Siebes Kanal. Hier seht ihr es schon im Titel. Wir sprechen heute über die Dallas Mavericks und ob sie mit den Moves, die sie gerade machen und so wie sie auch aktuell stehen, möglicherweise Luka Doncic jetzt in den nächsten paar Jahren verlieren werden. Sehr, sehr spannendes Thema immer natürlich bei so einem großen Superstar. Deswegen schauen wir da mal genauer rein, werden das debattieren. Auf Siebes Kanal sprechen wir darüber, welche Spieler in den diesjährigen Playoffs den meisten Druck haben werden und es kann möglicherweise auch ein Team sein. Also es müssen nicht unbedingt Spieler sein. Jeder von uns bringt 5 Spieler und oder Teams mit und wir debattieren das dann so ein bisschen, gehen das Ganze durch auf Siebes Kanal. Letzte Woche hatten wir hier auf dem Kanal so eine kleine gemischte Debatte. Da haben wir erst über die neuen MVP-Regeln debattiert, darüber, dass es jetzt eine Mindestspielanzahl geben soll. Mhm. Nicht nur beim MVP, sondern bei verschiedenen Awards, aber beim MVP ist am spannendsten. Du hast, glaube ich, deine ehrliche Meinung aber vertreten. Ja, ich bleibe dabei. Mir stört die Regel nicht, die kann kommen. Ich glaube, dass sie nicht viel verändert, weil sich das eigentlich immer von selbst geregelt hat. Ja, also ich fand deine Argumentation auch wirklich schlüssig und letztendlich, wir haben ja auch deswegen nur eine kleine Debatte draus gemacht. Ja. Wir wollten es aber halt trotzdem mal drin haben. Also meine Meinung schließt sich dann eher der von Siebes an in dem Moment. Dann, Leute, noch eine wichtige Ankündigung. Ihr habt es ja letzte Woche schon mitbekommen, da haben wir das erste Mal jetzt zusammen im neuen Setup kommentiert, NBA Undrafted live im League Pass. Diese Woche sind wir auch nochmal dran und zwar von Sonntag auf Montag kommentieren wir Hawks gegen Mavericks, also ein sehr, sehr geiles Spiel. Bei beiden Teams geht es wirklich um viel. Ich würde sagen, bei den Mavs geht es jetzt eigentlich in jedem Spiel um die ganze Saison. Deswegen gerne, gerne einschalten. Wir werden da live im Feed undrafted in Klammern German sein, also sehr, sehr cool auch, wirklich eine Ehre auch für uns, dass wir da kommentieren dürfen. Schaltet da gerne ein. League Pass ist auch nochmal unten verlinkt und dann sehen wir uns gerne von Sonntag auf Montag um 0 Uhr. Dann wollen wir wie immer ein großes Shoutout raushauen an unsere Freunde bei Kicks, die auch die heutige Folge wieder sponsern. Ihr wisst schon längst Bescheid, Leute, einfach mal gerne über unseren Customized Link kicks.com/shotsfired, was uns nach wie vor extrem freut. Wir sind mit Kicks aufgewachsen und jetzt unseren eigenen Link dazu haben, die Show von denen repräsentiert zu haben, ist wirklich sehr, sehr cool. Deswegen gerne immer über unseren Link einmal reinschauen. Es gibt natürlich wie immer neue Releases, es gibt alles, was das Basketballherz begehrt. Falls ihr in Berlin und Umgebung seid, dann checkt auf jeden Fall mal den neuen Store auf dem Kudamm aus. Ich war da schon, ich habe einen Vlog drüber gemacht, ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Also auf jeden Fall gerne da mal vorbeischauen. Und wie immer von uns schöne Grüße an die Freunde von Kicks. Dann haben wir noch den League Pass Code. Den müssen wir einmal auflösen aus der letzten Woche. Den Gewinner seht ihr hier eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn ihr teilnehmen wollt, einfach einen Kommentar schreiben. Unter meinem Video, auch unter Siebes Video, könnt jeweils einen gewinnen. Unbedingt Instagram-Namen dazu schreiben und dann könnt ihr das Ding in der nächsten Woche in der Auslosung gewinnen. Und damit können wir jetzt in unser Thema gehen und es polarisiert. Das weiß ich jetzt schon. Der Titel polarisiert, der Spieler polarisiert, mittlerweile die beiden Spieler, die beiden Superstars, also Doncic und Kyrie, zwei sehr polarisierende Spieler. Du bist heute dafür, dass die Mavericks das Play-In gar nicht erreichen werden, dass es quasi die Saison gelaufen ist und dass dementsprechend Luca so langsam drüber nachdenkt, die Mavs auch zu verlassen. Ich vertrete das genaue Gegenteil. Du bist wie immer der Gast. Deswegen möchte ich gerne mal deine Meinung hören. Warum übertreibst du so? Warum übertreibst du so? Schauen wir erstmal kurz auf die Saison. Wer die Spiele gegen die Hornets gesehen hat, der wird zum ähnlichen Ergebnis kommen. Für mich ist die Saison gelaufen. Und selbst wenn du ins Play-In kommst, als 10. Seed, ich weiß nicht mal, ob du dann in die Playoffs kommst. Und wenn du in die Playoffs kommst als 8. Seed, die Saison ist gelaufen. Best Case bist du in Runde 1 zu Hause, nachdem du letztes Jahr in den Western Conference Finals warst. Und die Mavs haben einfach in den letzten Jahren
es einfach nicht geschafft, Luka Doncic ein vernünftiges Roster an die Seite zu stellen. Sie haben es lange Jahre auch bei Dirk Nowitzki nicht geschafft. Sie können froh sein, dass Dirk Nowitzki so extrem loyal war. Was haben sie am Anfang gemacht? Steve Nash nicht verlängern wollen, der danach zweimal MVP wurde. Am Anfang, nach 6-7 Jahren haben sie ihn nicht verlängert. Okay, und was hat Steve Nash danach in Phoenix gemacht? Und aber die Liga hat sich geändert. Okay. Die Regeln wurden und geändert. Deswegen wurde Steve Nash MVP. Jeder Free Agency-Sommer wurde in den Sand gesetzt. Das 2-11er-Team in allen Ehren. Vor der Saison hat niemand gesagt, wow, dieses Front Office hat einen guten Job gemacht, ein geiles Roster zusammengestellt. Dirk Nowitzki hat einen der größten Playoff-Runs aller Zeiten hingelegt. Das Team hat gut funktioniert. Aber das ist auch unterm Strich kein All-Time-Roster, was da zusammengestellt wurde. Zeig mir einen Roster in der Nowitzki-Ära in Dallas, wo du wirklich sagen kannst, Genius. Genius Front Office, richtig, richtig geiler Job. Die zwei All-Time-Moves, die sie gemacht haben, war für Dirk zu traden am Draft Day und für Luka zu traden am Draft Day. Dafür tip your head, Props, aber alles, was dazwischen passiert... Was ist passiert, mit dem Kyrie-Trade? Kommen wir gleich zu. Kyrie Irving verpflichtet? Ja, eben, kommen wir gleich zu. Was passiert, was ist seit dem Kyrie Irving-Trade passiert? Ich sag dir was, sie haben 8 Spiele gewonnen. Damit sind sie, ich glaube, nur die Pistons, Rockets und Blazers sind aktuell schlechter. Das ist Stand heute und ja, die Saison ist fast vorbei. Chill doch mal, ich kann nicht chillen. Du bist aus dem Play-In raus. Du warst auf Platz 4 und bist jetzt auf Platz 11. Was, chill doch mal. Ja, weißt du, wer chillt? Das Front Office. Das Mavs Front Office chillt. Und sie chillen ein bisschen zu hart, wenn du dir anschaust, was sie in den letzten Jahren gemacht haben. Ja, nur mal ein kurzer Abriss. Ja, Seth Curry, weggetradet für Josh Richardson. Was hat Josh Richardson den Mavs gegeben? Richtig, gar nichts. Wo ist Seth Curry heute? Bei den Nets? Spielt Garbage Time bei okay, den und Nets. Seth Curry würde nicht funktionieren an der Seite von Luka Doncic? Ich weiß es nicht. Wie hat Seth Curry in Philly funktioniert? Ich bin wie du. Stand heute, wie spielt der Garbage Time bei den Nets. Wie hat Seth Curry in Philly funktioniert? Mit Joel Embiid gut. Okay. Wo ist der Joel Embiid bei den Mavs? Okay, und Luka Doncic kann einen der besten Shooter der Liga nicht gebrauchen. Weiß ich nicht. Was spricht gegen Seth Curry? Warum könnte er ihn nicht gebrauchen? Lass uns da nicht aufhalten. Du weißt, dass ich recht habe. Nein. Okay, dann gehen wir da rein. Du sagst, dass Seth Curry jetzt denen so viel bringen würde. Das war der erste Punkt in meiner Aufzählung. Ich habe nicht gesagt, dass Seth Curry sie zum Champion macht. Ich habe dir gesagt, Seth Curry für Josh Richardson ist ein Kack-Deal gewesen. Ja, aber das kannst du mit der ganzen NBA machen. Aber ich bin doch noch gar nicht fertig. Das kannst du mit jedem Aber ich bin doch noch gar nicht fertig. Ja, das war doch der Anfang. Mach weiter. Okay, Porzingis haben sie für die schlechtesten oder ein paar der schlechtesten Verträge der Liga getradet. Porzingis, der null funktioniert hat mit Doncic. Lass mich doch mal ausreden. Nein, lass ich nicht. Jeden Punkt hier gebe ich dir nicht. Okay, und für Porzingis kriegst du kein besseres Paket als Dinwiddie und Bertans. Aber jetzt holst du Dinwiddie nach. Jetzt, wo er weggegangen ist für Kyrie. Also, wirst du mir gleich aufzählen, oder? Ich werde dir gleich was anderes dazu sagen. Aber kriegst du keinen besseren Deal für Kristaps Porzingis? Siehst du, wie der gerade in Washington spielt? Was der für eine Saison spielt? Ey, Alter, du verklärst die Vergangenheit. Das ist ja unfassbar. Porzingis war, sein Marktwert war im Keller. Aber dann holst du doch nicht zwei Verträge rein, die dich noch unflexibler machen. Du holst dir Dinwiddie, der dir verdammt viel gebracht hat. Okay. Und Bertans, ja, ist ein scheiß Vertrag. Das weiß jeder. Okay. Dann sagst du dir irgendwann, okay, Porzingis funktioniert doch nicht. Weg damit. Okay, alles gut. Brunson. Ja. Lässt du gehen. Ja. Brauchst du nicht. Brunson. Brauchst du nicht. Wir sind gut genug. Wir sind gerade mit ihm in die Western Conference Finals gegangen. Er wäre bereit, für gut 100 Millionen vielleicht ein bisschen mehr hier zu verlängern. Aber weißt du was? Den brauchen wir nicht. Wir sind gut genug. Darf ich dir eine ernsthafte Frage stellen? Glaubst du denn, dass Brunson, so wie er jetzt in New York spielt, gespielt hätte unter Luka? Er hätte nicht die gleichen Stats aufgelegt, definitiv nicht, weil er da der Point Guard Nummer 1 ist, natürlich. Glaubst du, dass Brunsons Marktwert vor allem dadurch gestärkt wurde, dass er in den Playoffs ohne Luka viel gespielt hat und jeder gesagt hat, ach du Scheiße, Brunson ist ja ein Franchise-Player? Schon, aber hat er auch mit Luka gut funktioniert? Sicherlich, aber war er dann über 100 Millionen wert, ist die Frage. Und das ist die Frage, die sich die Mavs gestellt haben. Und deswegen haben die Mavs gesagt, ey, ganz ehrlich, du wirst sowieso hier nicht glücklich mit Luka. Luka wird nicht mit dir glücklich über lange Zeit, weil Brunson braucht viel mehr Platz, um sich zu entwickeln. Okay, also war es die richtige Entscheidung, Brunson gehen zu lassen? Ja. Ernsthaft? Ich sag dir, warum. Und ihr seht das alle nicht, weil wie du. Du sagst gerade, ja, guck mal, wie gut Porzingis heute spielt. Warum ist denn der nicht in Dallas geblieben? Weil es nicht funktioniert hat. Der Fit mit Luka Doncic ist ein verdammt schwieriger. Wir müssen auch nicht die ganze Zeit nur das Front Office sprechen. Porzingis und Brunson, schlechte Fits mit Doncic, aber Kyrie, guter Fit mit Doncic? Kyrie ist ein 10-mal besserer Spieler als die beiden zusammen. Aber ist er ein guter Fit mit Doncic? Es geht. Es geht, sag ich dir ehrlich. Es ist nicht der allerbeste Fit, den ich gerne hätte, aber es ist auf jeden Fall ein deutlich besserer Fit als weder Porzingis noch Brunson. Okay,
Dann lass mich dich was fragen, ja? Ja. Sie haben im Sommer Christian Wood geholt. Den ja. Deal hättest du auch machen können, wenn du alles andere nicht gemacht hast. Ich lese dir jetzt mal so einen Depth Chart vor und du sagst mir, welches Team du lieber hättest. Das, was ich dir gleich vorlese oder das, was sie jetzt haben mit Kyrie Irving, ja? Mhm. Luka und Brunson auf der 1, okay? Okay. Seth Curry und Reggie Bullock auf der 2. Tim Hardaway Jr. und Dorian Finney-Smith auf der 3. Porzingis und Kleber auf der 4 und Wood und Powell auf der 5. Mhm. Hättest du das lieber oder hättest du lieber das Team, was du jetzt hast mit Kyrie Irving, aber ohne DFS und ohne Brunson und ohne deine ganze Tiefe und ohne die letzten Verteidiger, die du auf dem Feld hattest? Und ist das jetzt eine Trick-Question, dass ich so antworten muss, als wären wir in einem Vakuum? Oder darf ich mit einwerfen, dass diese ganzen Fits nicht funktioniert haben im Jahr davor? Porzingis und Luka kannst du in der Pfeife rauchen. Die beiden haben nicht funktioniert. Die beiden mussten getrennt werden. Das hat sogar Porzingis gesagt, nachdem er getradet wurde. Okay, dann nimm von mir aus Porzingis raus. Ist immer noch ein besseres Roster. Wen haben sie denn da jetzt noch dazu? Sie haben Luka und Brunson, sie haben Curry und Bullock und sie haben Hardaway und Dorian Finney-Smith auf den Positionen 1 bis 3. Kannst du nicht anders antworten? Aber ja, kann ich auch nicht, aber das ist einfach eine unfair gestellte Frage, weil du sprichst hier über mehrere Jahre Trade. Genau, und alles Fehlentscheidungen. Nein, weil bestimmte Trades basieren darauf, dass das Team dann ja anders aussah. Wenn du Curry schon weggetradet hast, dann musst du natürlich anders traden. Dann holst du dir vielleicht einen Bertans, weil du sagst, ey, wir brauchen mehr Shooting. Wenn Curry da gewesen wäre, dann brauchst du nicht das Shooting von Bertans. Okay, aber das wenn, ist nur ein Beispiel. Okay, aber wenn jetzt. Du die Trades, mit denen du deine schlechten Trades aus der Vergangenheit ausmerzen möchtest, dann auch wieder schlecht sind, dann wirst du ja nicht besser, dann wirst du schlechter. Und sie werden von Jahr zu Jahr unflexibler, weil sie immer weniger Assets haben, die sie traden können. Sie haben kaum noch Picks, die sie traden können. Wohin gehst das du im Sommer nicht. Mit diesem Team? Ja, sie Warum können, haben sie keine Picks? Sie haben bis 2030 haben sie jeden First-Round-Pick bis auf einen. Also ich habe... Oder sehe ich da was falsch? Ich habe hier rausgesucht, sie können diesen... Ich habe nachgeschaut, was sie diesen Sommer traden können. Diesen Sommer muss ja was passieren. Was sie in 3 Jahren im Sommer machen können, ist mir egal, weil wir wollen ja Luca zufriedenstellen, irgendwann oder? Irgendwann nach 15 Minuten komme ich ja vielleicht auch zu Wort in der Debatte. Okay, und dann kann ich dir mal sagen, dass die Mavs gar nicht so am Arsch sind, wie du es gerade die ganze Zeit darstellst. Dann sag mir, was du im Sommer machst. Also, erstmal ich entlasse Jason Kidd und hole einen vernünftigen Coach. Ja, auch so, noch eine schlechte Entscheidung gewesen, den zu holen. Okay. Ja, aber siehst du, das sind Entscheidungen, die wurden auch vor mehreren Jahren schon getroffen. Okay. Okay, lass mich jetzt mal hier anfangen. Es geht ja hauptsächlich heute darum, soll oder wird Luka Doncic die Mavs verlassen? Und ich sage dir ganz klar, er sollte sie noch lange nicht verlassen, er sollte auch nicht ans Verlassen denken, denn Punkt Nummer 1, er ist noch gar nicht so lange bei den Mavs. Er ist in einem Vertrag, wo er noch 4 Jahre Vertrag hat bei den Mavs, okay? Er war 2019, kam er in die NBA, da haben sie die Playoffs verpasst. Seitdem zweimal in der ersten Runde raus, dann im Western Conference Finale gewesen und dieses Jahr steht noch aus. Es wird sehr, sehr gerne damit verglichen, was LeBron am Anfang in Cleveland hatte. Perfekt. Ist überhaupt nicht perfekt, ist kompletter Bullshit. Wieder eine verklärte Vergangenheit von dir. LeBron bei den Cavs war in einer viel schlechteren Situation, als es ein Luka bei den Mavs war. LeBron in den ersten 2 Jahren war überhaupt nicht in den Playoffs, hat dann die 2. Runde erreicht. Finals dann? Und stand dann in den Finals. Waren diese Finals, auf die gucken wir ja immer zurück. Meinst du, die Cavs waren ready für die Finals? Nö, waren sie nicht. Okay, Luka ist nicht so gut wie LeBron. Luka ist nicht so gut wie LeBron damals. Deswegen sollte er auch nicht die gleichen Star-Allüren stellen dürfen. Und man muss dazu sagen, LeBron war deutlich länger bei den Cavs, als es ein Luka aktuell war. Der war nochmal 3-4 Jahre länger bei den Cavs, bevor der über einen Trade nachgedacht hat oder einen Trade gefordert hat. Ja, ich sag ja auch nicht, dass er jetzt im Sommer einen Trade fordert. Okay. Wir reden über die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Okay, dann lass mich dir die Gründe nennen, warum er in Dallas bleibt. Nummer 1, es ist viel zu früh, jetzt sein Draft-Team zu verlassen, habe ich gerade erläutert. Nummer 2, die ganze Stadt, die ganze Franchise liegt ihm zu Füßen. Wo auch immer er jetzt hingeht, müsste sich die ganze Franchise neu um ihn herum justieren. Wo musst du dafür hin? Zu einem Trash-Team aktuell, oder? Weil der geht jetzt nicht zu den Bucks, der geht jetzt nicht zu den Sixers, der geht jetzt nicht zu den Raptors, der geht zu keiner Mannschaft, die schon irgendwo gebildet ist oder einen Franchise-Player hat. Der müsste komplett von null anfangen. So, dann hast du bei Dallas einen Owner, der Basketball liebt und lebt und verkörpert und alles für die Mannschaft tut. Du hast sehr, sehr viel junges Talent. Du hast mit Jaden Hardy, mit Josh Green, beide 40% Dreierquote, beide unter 23 Jahre alt. Du musst im Sommer natürlich Kyrie verlängern. Du musst dafür sorgen, dass ein
wenn Wood bleibt, Maxi Kleber ist sowieso für die nächsten Jahre da. Du hast viele gute 3&D-Spieler. Warum? Viele gute 3&D-Spieler? Zähl sie auf, nachdem du den besten gerade abgegeben hast. Reggie Bullock. Nein, ist ein Joke. Das war wirklich noch so ein bisschen mit der Dorian Finney-Smith. Okay, also zählst du es auf in der Hoffnung, dass ich nichts sage, obwohl du gar keine hast. Ich habe literally das gerade zugegeben. Das okay. kam mir über die Lippen, danke. Einfach gut. Weil man Dallas so kennt. Gut, dass wir es festhalten. Sie haben keine guten 3&D-Spieler. Okay, ich habe aber gerade 4 oder 5 Punkte gemacht, warum Doncic bei den Mavs bleiben sollte. Und keinen davon kannst du... Zwei davon waren Christian Wood und Kyrie Irving. Ist Wood nicht ein guter Big Man? Christian Wood ist ein absoluter Headcase, der keine Defense spielt. Der seit Jahren von Team zu Team wechselt, immer Talent mitbringt. Überall heißt es immer, ja, hier wird das vielleicht hinbekommen, hier wird das hinbekommen. Nein, funktioniert nicht. Der ist hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt und bisher noch nirgendwo ein Spieler gewesen, der ein Team besser macht. Okay, Psychoanalyse beendet. Sag mir bitte, wo Luca dann hingeht. Wo geht er hin, wo nicht das komplette Team neu um ihn herum gebaut werden muss? Also ergo, er muss zu einem Trash-Team. Also erstens... Geht er zu den Knicks? Meinst du die erstens, Knicks? Meinst du Brunson und Randall fügen also, sich ihm einfach? Du hast ja gerade richtigerweise gesagt, von der Situation, in der Luca sagen kann, wo er hingeht, sind wir noch ein paar Jahre entfernt, bis er wieder Free Agent ist, ja? Das dauert noch ein bisschen. Wie die NBA bis dahin aussieht, weiß ich nicht. Das dauert nicht ein bisschen, aber das dauert ich glaube auch nicht, dass Luca, wenn du jetzt Luca sagen würdest, ey, du hast die Möglichkeit, mit einem Giannis zusammenspielen oder mit einem Jokic, dann wird er doch nicht sagen, nein, ich möchte aber mein eigenes Team haben, wo ich von vorne anfange. Du kennst absolut keine NBA-Superstars. Wow. Willst du mich verarschen? Ein junger Doncic sagt jetzt, ja, weißt du was, ich würde gern zu einem MVP-Kandidat wechseln, wo ich die zweite Option bin. Im fucking Leben nicht. Ich mache nicht mal einen Walkout dafür, was mir nicht wert ist. Aber willst du mich verarschen? Stimmt. Ey, das ist der größte Spaß. Ich spiele meine ganze Karriere lang mit Reggie Bullock und meinen nicht vorhandenen guten 3&D-Spielern. Okay, du willst mir sagen, Luka Doncic hätte keinen Bock, mit Giannis oder Jokic zusammen zu spielen? Nee, hätte er nicht. Im Leben nicht. Sorry, dann brauchen wir nicht weiterreden. Im Leben nicht. Dann brauchen wir nicht weiterreden. Das ist Bullshit. Deine Argumente sind, der ist in Dallas und ihm liegt die Stadt zu Füßen. Wow. Ey, krass, Mann. Ich glaube, der geht jeden Tag aus der Tür und sagt, boah, ich gehe heute mal durch die Fußgängerzone und guck, wie mir die Stadt zu Füßen liegt. Das ist so ein geiles Gefühl. Junge, du bist ein NBA-Superstar, jede Stadt liegt dir zu Füßen. Nur weil du da jetzt 4 Jahre gespielt hast, so what? Ah, okay. Und wie ging's KD in Golden State? War das sein Team? Na, ich glaube nicht. War der beste Spieler? Aber, ja, vielleicht. Hatte er ja trotzdem Riesenprobleme. Aber wir debattieren doch heute nicht, was sein bester Fit woanders wäre. Wir debattieren, natürlich, wir debattieren heute, das muss ich doch mit wir debattieren heute ich ob er zu Recht in Dallas unzufrieden ist bin, und dass er irgendwann sagen wird, ich habe keinen Bock mehr. Wenn ich Doncic bin, dann muss ich mir doch überlegen, ich habe keinen Bock mehr, wohin gehe ich jetzt? Und ich sage dir, er hat keine Optionen, nicht jetzt in seinen jungen Jahren. Weil der wird nicht zweite Geige spielen. Dieser Typ, der den Ball nie abgibt, der Typ mit der höchsten Usage, der Typ, der jedes Jahr in der Crunch-Time so müde ist, weil er eh schon das ganze Spiel über den Ball trägt und sich dann beschwert, dass er nicht genug Hilfe hat und bei den Refs rumheult. Der Typ, willst du mir sagen, geht jetzt zu den Denver Nuggets, nach fucking Denver oder nach Milwaukee oder nach Philadelphia, okay, also, um dort hinter einem MVP-Kandidat zweite Geige okay, das zu heißt, spielen im fucking Leben. In deinen Augen ist es Lukas Traum, sein Leben lang mit 4. oder 5. Optionen, die an der Dreierlinie campen, zu spielen, in der zweiten Runde auszuscheiden und niemals Meister zu werden. Das ist Lukas Traum. Nee, das ist nicht sein Traum und er hat ja auch Kyrie Irving an der Seite. Kyrie Irving macht dich nicht zum Champion, Junge! Was ist auf einmal mit dir los, dass Kyrie Irving jetzt der Kingmaker ist hier? Du verstehst nicht mal, wenn man auf deine Fragen antwortet. Deine Frage war, will Doncic mit 3. und 4. Optionen da chillen? Ich habe dir gesagt, Kyrie Irving ist keine 3. oder 4. Option. Du rastest aus und sagst mir, mit Kyrie Irving ehrliche bist du nicht Antwort, Champion. Ehrliche Antwort. Wird ein Team um Kyrie Irving und Luka Doncic realistisch Meister in der NBA? Kommt drauf an, wen sie noch haben. Kommt doch drauf an, wen sie noch haben. Okay, wird ein Team mit Kyrie Irving als zweitbestem Spieler in der NBA im Jahr 2023 oder 24 oder 25 noch Meister? Ja. No way. Safe. No way. Kyrie, doch. Kyrie in Philly, Kyrie in Milwaukee. Eben, aber nicht in Dallas. Danke, dass du sagst. Er ist doch schon in Dallas. Ich bin gerade Optionen durchgegangen. Okay, aber und Dallas ist aktuell kein Championship-Team. Okay, das regt mich richtig auf gerade, wie du die ganze Zeit hin und her spielst. Okay, dann sag mir, wie du aus diesem Team mit den Limited Options, die du hast, ein Championship-Team machst. Mit Kyrie und Luca an 1 und 2. Holst du noch einen dritten Star? Wenn ja, dann wie? Oder wie machst du daraus ein Championship-Team? Also, ich sitze nicht im Front Office.
Okay? Könntest du aber. Also das wird super ausreichen. Du könntest genauso gute Entscheidungen treffen, wie die in den letzten Jahren getroffen wurden. Ich könnte nicht so gute Entscheidungen treffen wie du. Weil du weißt ja immer schon 5 Jahre in die Zukunft, was ein Trade heute bedeuten würde. Dann zeig mir einen Way Out für die Mavs. Hättest du Porzingis behalten eigentlich? Wenn die einzige Alternative gewesen wäre, dieses Paket zurückzubekommen, ja. Und du weißt aber, wo Dallas damals stand. Also du stellst dich dauernd so hin, als wäre Dallas damals an der 4 gewesen mit den beiden. Wie gesagt, wenn die Alternative gewesen wäre, ich bekomme Dinwiddie und Bertans zurück und sonst nichts. Was war denn der Marktwert von Porzingis? Okay, aber ich hätte dann nach einer anderen Lösung gesucht. Und du kannst mir nicht sagen, dass ein Danny Ainge zum Beispiel dieses Paket angenommen hätte und dass er nicht ein besseres Paket für Porzingis gefunden hätte. Kannst du mir nicht erzählen. Du kannst mir auch nicht sagen, dass Phil Jackson dieses Team nicht an die 3 coachen würde. Ja, eben. Also manche Leute sind halt einfach besser in ihrem Job als andere. Und manche gewinne ich ja auch jede Shots-Fire-Debatte. Und manche Leute sind in ihrem Segment mit die schlechtesten der Liga. Und das trifft auf das Front Office der Mavs zu. Also. Okay, dein Championship-Roster-Building bitte. Wie gesagt, ich sitze nicht im Front Office. Ich sage auch nicht, dass ich dir jetzt den Trade nenne, wie das Ganze funktioniert. Ich sage dir, dass Doncic erstmal von den Gedanken her noch lange nichts verloren hat in Richtung, ich verlasse jetzt meine Mannschaft, weil er hat 4 Jahre jetzt noch einen riesengroßen Vertrag, den er erstmal erfüllen soll. Er ist nicht auf dem gleichen Level wie ein LeBron, der damals der beste Spieler der Liga war oder zumindest dahin geht. Doncic ist im Moment nicht mal in der MVP-Konversation. Dann hat er junges Talent in seiner Mannschaft, habe ich dir aufgezählt. Dann hat er Kyrie fucking Irving an seiner Seite, einen der besten Spieler der Liga. Er hat mit Christian Wood vielleicht nicht den besten, aber immerhin einen Big Man, mit dem er einigermaßen spielen kann. Er hat mit Maxi Kleber einen fähigen 3&D-Spieler. Reggie Bullock, ganze Saison in einem kompletten Loch, der kommt hoffentlich bald wieder in seine Form. Diese Mannschaft ist nicht kompletter Trash. Okay, jetzt, du hast mir 5 Spieler aufgezählt. Danach ist vorbei. Du hast Josh Green, wo du hoffst, dass er sich entwickelt, der auch schon gute Ansätze zeigt. Ja, Hardy auch. Hardy, okay, aber ist auch ein Projekt. Das ist niemand, der... Wie alt ist Doncic? Doncic ist fast 24 oder so. Aber du siehst doch gerade, wie viele Lücken dieses Team hat. Und Wood, Kyrie und Luca ist wahrscheinlich eines der schlechtesten defensiven Three-Man-Lineups, die du jemals finden wirst. Deswegen ist die Defense auch scheiße. Und deswegen muss auch was passieren. Dann, ich sage auch nicht, du musst Wood für immer halten. Dann lass uns kurz auf den Sommer schauen. Haben wir über die Picks geredet. Warte, ich muss kurz was einwerfen. Willst du mir sagen, dass Sacramento gerade gut dasteht oder schlecht? Na gut. Gut, okay. Die haben mit die schwächste Defense, aber halt die stärkste Offense. Ja? Mhm. Wenn die Offense, was ja vom Talent her da ist, oder? Kyrie, okay. Doncic, Wood und so weiter. Du willst mir sagen, wenn die jetzt einfach eine bessere Offense hätten, wenn sie ein bisschen besser treffen würden, dann würdest du dich genauso hier hinstellen und sagen, Luca muss gehen. Okay, aber du sagst mir doch selbst immer, die Kings sind schön und gut, aber die können keinen Playoff-Erfolg haben, weil du ohne Defense nichts reißen wirst. Und du tippst in jedem First-Round-Matchup gegen die Kings. Ich spreche von dir, weil du bist ja im Hier und Jetzt immer gefangen, wenn du über Sachen redest. Und du sagst mir doch gerade, dass die Mavs gerade scheiße dastehen wegen ihrer Defense. Und ich sage dir, wenn sie gerade eine Top-Offense hätten und die Defense immer noch schlecht wäre, würdest du niemals den Mund aufmachen und sagen, Doncic sollte gehen. Aber sie haben keine Top-Offense. So, und aber sie sind in der Lage dazu, die zu spielen. Aber sie sind, vor allem in der Zukunft. Sie sind so weit weg von einem Championship-Roster. Und jetzt kommen wir zu den Picks. Wir haben es eben angesprochen. In diesem Sommer können sie maximal 2 First-Rounder traden, nämlich entweder den 23er und 25er und den 27er und können dazu noch 2 Pick-Swaps anbieten. Sie haben, wenn sie Kyrie halten, haben sie keinen Cap-Space. Das Einzige, was sie dann machen können, ist einmal Taxpayer-Mid-Level und einmal die Biannual-Exception. Und sonst können sie nur Minimum-Contracts vergeben. Wo holst du da wirklich mindestens einen legitimen 3&D-Spieler her und wo holst du vor allem einen guten Big-Man her für die Zone, für unter dem Korb, für Rim Protection, für Paint Offense. Wo holst du das alles her? Nirgendwo. Du holst es nirgendwo her. Ich habe 2 First-Rounder. Ja? Habe ich 2 First-Rounder? Ja. Dann würde ich erstmal die Timberwolves anrufen. Von denen kriege ich wahrscheinlich Towns alleine für die Picks. Nochmal, ich werde mich nicht hier hinstellen und sagen, du kannst jetzt in diesem Sommer das Roster komplett retten. Ich stelle mich vor allem auch nicht hier hin, so wie du, und sage, die Mavs sind jetzt schon abgeschrieben in dieser Saison. Die trennen gerade 2-3 Siege davon, dass sie an der 8 stehen. Das ist mir so egal, wo die jetzt gerade stehen. Und ja, die hatten gerade 1-2 richtig schlechte Wochen. Und der Kyrie und Luca-Fit ist durch Verletzungen auch immer wieder unterbrochen worden. Aber diese Mannschaft ist in der Lage, mindestens an die 10 zu gehen. Dann sind sie schon mal im Play-In. Und dann? Dann sind sie schon mal... Gehen sie in Runde 2. Hör mir doch mal zu, Alter. Dann gehen sie schon mal ins Play-In. So, dann sind sie 2 K.O.-Spiele oder vielleicht nur 1 K.O.-Spiel davon entfernt, in die Playoffs zu gehen. So, nächster Schritt. Und wenn sie dann in den Playoffs angekommen sind, erste Runde wahrscheinlich gegen Denver, wenn sie an die 7 gehen, wäre es wahrscheinlich gegen die Grizzlies oder gegen die Kings.
Ich sage jetzt nicht, dass sie die Serie 100% safe gewinnen werden. Aber 80% safe. Aber es ist doch ein Erfolg und ganz anders zu bewerten, als wie du, der sich die ganze Zeit hinstellt und sie behandelt, als wenn sie gerade die Houston Rockets vom Racket her. Wenn du von den Western Conference Finals zum First Round Exit gehst, ist es ein Erfolg? Das ist eine komplette Bust-Season. Das kannst du mir doch nicht als Erfolg verkaufen. Nein, kannst du nicht. Du warst 3 Siege von den Finals entfernt und jetzt scheidest du in Runde 1 aus im besten Fall. Und sorry, aktuell im Kampf ums Play-in ist jedes Sieg ein K.O.-Spiel. Und sie haben ich zweimal gegen Charlotte verloren in K.O.-Spielen, in wichtigen Spielen. Und dann marschieren sie einfach easy als Zehnter mit zweimal Auswärtsspielen durchs Play-in und können dann, nicht zu 100%, aber schon mit einer ziemlich guten Chance, die Nuggets oder die Grizzlies schlagen. No way, sorry. Ich habe nie gesagt, dass sie eine gute Chance haben, die zu schlagen. Ich sage dir nur, ich debattiere mal einen Handlungsstrang. Und dann springst du plötzlich rüber und sagst, ja, aber im Vergleich zur letzten Saison, ich habe die letzte Saison mit keiner Silbe erwähnt. Ich habe nur gesagt, im Vergleich zu dem Szenario, was du paintest für dieses Jahr, hörst du mich? Für diese Saison sagst du, absolute Absturzsaison, die kommen nicht mal ins Play-In. Ich sage dir, die Chancen, dass sie in die Playoffs kommen, stehen gar nicht so schlecht und dass sie sich dann in der ersten Runde gegen eins der Top-Teams im Westen einigermaßen gut verkaufen, stehen auch nicht so schlecht. Deswegen bitte lass immer in der richtigen Debatte bleiben, wo wir auch gerade stehen. Nein, sorry, das ist Bullshit, weil du bewertest den Erfolg einer Saison natürlich auf Basis der Vorsaison. Wenn eine Mannschaft letztes Jahr 30. war und dann wird sie 5., dann ist es ein Erfolg. Wenn eine Mannschaft letztes Jahr Meister wird und sie wird 5., dann ist es ein Misserfolg. Natürlich spielt das eine Rolle. Du kannst mir nicht sagen, das spielt keine Rolle. Ich sage auch nicht, dass es keine Rolle spielt. Ich sage nur, dass das, was wir gerade debattiert haben, nicht das gleiche war, was du dann als Gegenargument eingeworfen hast. Dass die Saison in dieser Saison sowieso eine Enttäuschung ist im Vergleich zuvor. Ja, das ist ja jedem klar. Genau, aber du hast gesagt, es ist dann schon ein Erfolg, wenn man in die Playoffs kommt, hast du gesagt. Im Vergleich zu dem, wo man jetzt gerade steht, wo man außerhalb der Playoffs steht, außerhalb der Play-Ins, das ist so anstrengend, hörst einfach nicht zu. Dass die Saison jetzt gerade im Vergleich zur Saison davor ein Rückschritt ist, ist etabliert. Genau. Weiß jeder Mensch da draußen, das müssen wir nicht mal ansprechen. Weiß ich. Punkt. Das weiß aber jeder. Aber auch wenn sie in die erste Runde gehen, ist es ein Misserfolg. Natürlich, aber doch nicht daran gemessen, was in dieser Saison jetzt drin war, nachdem man komplett das Team nochmal geändert hat. Die waren auf der 4 und dann hast du dich entschieden, alles umzuschmeißen und jetzt bist du auf der 11. Die waren auf der 4, jedes fucking Team war dieses Jahr schon auf der 4. Selbst die Grizzlies, selbst die Hawks waren schon an der 4. No way hast du heute einen Case, ehrlich nicht. Ja, weil du pick and choose, was du debattierst. Nein! Doch! Weil ich alle deine Argumente entkräfte. Was ist das Thema? Weil du mir gerade das Roster... Was ist das Thema? Das Thema ist, ob die Mavs die Luka-Ära an die Wand fahren gerade oder schon an die Wand gefahren haben. Okay, und die Luka-Ära ist gerade an der Halbzeit, sag ich dir. Und man war letztes Jahr im Conference-Finale. Dieses Jahr macht man einen Schritt zurück. Hat jede NBA-Karriere. War es nicht genauso bei den Bucks? Die Bucks waren... Meiner Meinung nach in den Conference Finals haben da verloren oder Conference Finals müssten sie verloren haben gegen Toronto, haben 2-0 geführt, haben das noch weggechoked. Und was ist dann passiert? Nächstes Jahr erste Runde raus oder zweite, ich meine sogar erste Runde und dann im Folgejahr, was ist passiert? Championship. Sag ich jetzt, die Mavs werden nächstes Jahr Champion, oh mein Gott, Björn, was hast du gerade gesagt? Aber du hast nicht einen einzigen Ansatz, um irgendeinem Dallas-Fan da draußen Hoffnung zu machen, dass die mit diesem aktuellen Roster nächstes Jahr besser sein können. Ich habe den besten jungen Spieler der NBA plus Kyrie Irving. Ja, genau. Und wir sehen das ist kein Grund, Dallas-Fans Hoffnung zu machen. Kyrie Irving hat das letzte Mal 2016-17 Winning Basketball gespielt. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit, der Mann war so oft einfach nur verletzt. Wow. Er hat sich gegen die Bucks verletzt. Im wievielten Spiel auch immer. Zweites, drittes Spiel. Was kann er Wo dafür, war er denn wenn letztes er sich Jahr gegen Boston in der ersten Runde? Letztes Jahr gegen Boston in der ersten Runde? Als sie gesweept wurden. Ja, war keine gute Serie von ihm. Erstes Spiel überragend. Wir erinnern uns hoffentlich. Die letzten 3 Spiele dann nicht mehr gut gespielt. Okay. Gebe ich gerne zu. Und in Boston die Playoffs gegen Brooklyn. Wo war KD in der Serie? Geht's gerade um KD? Spielt KD bei den Mavs? Nein, wir reden über Kyrie Irving. Du sagst, Kyrie Irving ist da und das ändert alles. Oder deswegen sind sie gut. Sind sie nicht gut? Nein, sie sind nicht gut. Sie sind nicht gut, Mann, was willst du denn? Sie waren vorher besser. Sie sind aktuell immer noch auf Play-In-Kurs.
Sie stehen an der 11 mit demselben fucking Racket wie alle anderen Teams bis zu 7. Ehrlich, lass uns aufhören. Ehrlich. Ich habe das Ding heute so klar gewonnen. Es bringt nichts mehr. Ich glaube nicht, dass du dich hier noch rausretten kannst. Die Fragestellung war, ob ein Doncic aktuell considern sollte, von den Dallas Mavericks wegzugehen. Genau, und aktuell sollte er das considern. Der Mann hat 4 Jahre noch Vertrag. Der hat dieses Jahr noch Vertrag und dann weitere 4 fucking Jahre. Mhm. Nicht jeder Mensch da draußen ist Kevin Durant. Ja, wir müssen nicht anfangen, mit 4 Jahren auf dem Vertrag Trades zu fordern. Vor allem nicht ein Doncic, der noch nicht so viel bewiesen hat. Der muss doch erstmal beweisen, dass er diese LeBron-Figur ist. Dass er derjenige ist, der sein Trash-Team dann in die Finals bringt. Und immer diese Verklärung auch davon, dass dieses Cavs-Team so Trash war. Hatten die nicht die beste Defense der Liga damals? Ist es nicht entscheidend, komm, wenn man schon. Die... Du... Schau dir mal dieses Roster an. Nein, deswegen macht es gar keinen Bock mit dir, weil du einfach nicht verstehst, dass die beste Defense der NBA was bedeutet. Du sagst, guck dir mal das Roster an. Der hatte Mo Williams, der hatte Varejao. Er hatte die beste Defense der NBA. Er hatte nicht mal was Mo Williams. Willst du für mehr? Und wie groß war 2007 und wie groß war sein Anteil an der besten Defense der NBA? Von wem? Von LeBron. I don't fucking know, Alter. Wahrscheinlich nicht so hoch, wie sie hätte sein sagen, sollen. Okay, du willst mir aber sagen, nicht so beschissen wie die von Doncic. Nicht so schlecht wie von Doncic. Du willst mir sagen, dass das nicht eines der schlechtesten Finals-Roster in NBA-History war? Sei ehrlich, komm schon. Guck dir jedes Finals-Roster in den letzten 20 oder 30 Jahre an und sag mir, welches Roster schlechter war. Ja, die, an die du dich erinnern kannst. Du kannst dich an einige erinnern, komm schon. Welches Roster, abgesehen vom Superstar, war schlechter? Du findest keins. Aber ich wollte gerade sagen, ich habe halt LeBron in dem 2007. Ich sag dir Supporting Cast. Natürlich ist der Superstar gut. Sag mir einen Supporting Cast, der schlechter war. Okay, fällt mir jetzt auf Anhieb. Weil es keinen gibt, danke. Case wieder gemacht. Case wofür? Du wolltest mir das sind ganz verschiedene Sachen. Was machst du überhaupt? Du merkst, dass du diese Dallas-Debatte nicht gewinnen kannst und willst jetzt mit mir debattieren, wie gut die Cavs 2007 waren. Lass uns doch gerne noch über die Lakers 2002 sprechen und wie gut die waren. Ja, komm, ich glaube, wir machen Ende für heute. Finde ich gut, dass du die Debatte beendest. ich so anstrengend mit dir. Weil jeder verstanden hat, dass ich einfach nur zeigen will, dass Luca nicht auf dem gleichen Level ist wie ein LeBron. Deswegen soll Luca sich ein bisschen weniger bei den Schiris aufregen. Deswegen soll Luca mal mit dem zufrieden sein, was er aktuell hat. Und deswegen soll Luca mit Kyrie fucking Irving es bitte hinbekommen, zumindest ins Play-In zu kommen. Das ist doch seine Bringschuld. Jetzt hast du dir aber ein Eigentor geschossen, weil du sagst, nein, du sagst, Luca ist nicht LeBron. Ja, ist aber der nicht. Einzige Spieler, der es geschafft hat, mit Kyrie Irving zusammen erfolgreich zu sein, ist LeBron. Weil wenn er mit Luca mit seitdem Kyrie, war Kyrie immer verletzt. Er war doch nicht immer verletzt. Natürlich war er immer verletzt. Jede Playoffs es verletzt. Gab also keine anderen Gründe, aus denen er nicht gespielt hat. Er war immer nur verletzt. Okay, Leute, jetzt ist die Debatte danke. Wirklich Kyrie vorbei. Kyrie war immer nur verletzt. Sonst war Offcourt alles cool. Er war einfach nur verletzt. Okay, jetzt reachen wir in den Offcourt von Kyrie Irving und danach können wir den Porzingis-Trade nochmal genau debattieren, weil das Paket hätte Siebes nie angenommen. Siebes hätte besser verhandelt da am Trade-Tisch. Aber, liebes Front Office, ruft nochmal also von den Mavericks. Jason Kidd, ruft bitte bei Björn an Jason Kidd, weil er hat irgendwo bei euch im Roster noch gute 3&D-Spieler gesehen. Die du gar nicht auf dem Schirm hast, setz sie doch mal ein, weil es gibt 3 bis 4 richtig gute 3&D-Spieler, die ihr gar nicht kennt, die müssen mal spielen. So, jetzt spuren wir zurück, als ich gesagt habe, hey, ich habe es schon admitted, ich habe schon zugegeben, dass mir der Satz so über die Lippen kam. Gut, dass es mir aufgefallen ist. Sonst hättest du es einfach hier als Punkt verkauft. Es ist ja nicht mein Problem, wenn du das nicht catchst. Es war ein Versuch. Also Leute, nice. Jetzt schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht haben wir auch so ein bisschen an der Debatte heute vorbei debattiert, Siebes wegen. Sollte ein Luka Doncic demnächst darüber nachdenken, die Dallas Mavericks zu verlassen? Oder wäre er verrückt, sie zu verlassen und sollte lieber mal die Leistungen auf dem Feld bringen und es einfach mit dem Team hinbekommen, das er aktuell hat? Das ist mein Standpunkt und dabei bleibe ich auch. Sein Standpunkt wird er nächste Woche auflösen und dann sagen, er war auf meiner Seite. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut bei Siebes vorbei und schaut unbedingt dieses Wochenende von Sonntag auf Montag vorbei, denn da werden wir Dallas Mavericks gegen Atlanta Hawks kommentieren, debattieren auch nochmal im Stream, im League Pass. Zieht es euch gerne rein, ist unten verlinkt. Schaut auch an die Freunde von Kicks. Wir sehen jetzt raus, haut rein. Ciao.